willst. So, das ist jetzt unser letzter Sitz. Da wir kurz vor dem letzten Weltenfresser stehen, würde ich sagen, perfekt. Damit sind wir dann voll und ja, alle, die danach noch kommen sollten, haben dann jetzt eben einfach mal Pech gehabt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Warum? Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play bei Mutant auf dem PC in der Folge 30. Wir sind wieder bei Wiz zurück. Was ist das? Hallo? Ja. Automatischer Berichtsschreiber, ich verstehe schon. So, jetzt haben wir ja theoretisch alles, um dieses Teil hier zu benutzen. Zack. Wie, nee. Er dachte, der Kraftdreher sei die Lösung. Doch jetzt erkennt er, dass rohe Gewalt hier nicht hilft. Er braucht etwas, das schmiert. Das ist zwar eine Lösung, wenn man Sachen kaputt machen will. Doch in diesem Fall solltest du darauf verzichten, damit es unter dem Nass nicht leckt. Er sagt, der Deckel sollte sich öffnen lassen, wenn du ihn Spritz schmierst. Nur leider ist seine Schmiere alle. Er weiß, dass sein alter Kumpel Chuf-Chuf stets über aufgefüllte Schmierkannen verfügt. Er sollte dir eine borgen können. Er betont, dass du sofort zurückkommen solltest, sobald du die Schmierkanne hast. Der Trübschnauber frisst sich jede Minute weiter durch die Rinde. Whis hat gehört, dass er momentan an der Endhaltestelle festhängt. Da er nicht mehr auf den Schienen unterwegs ist, sollte er jetzt leichter zu finden sein. Oh ja, klar. Na gut, also Schmierkanne. Und die ist jetzt wo? Ja, da wird man jetzt natürlich nochmal an alle Orte gebracht. Aber hier ist ja ein Punkt. Und da gehen wir jetzt hin. Und dann ist der gut. Ja. Die Nachtzeit ist für viele Vorhaben besser geeignet. Das Ding ist jetzt nicht so schnell wie der Dings, aber so gerade für Kämpfe würde ich es halt ganz gerne mal probieren. So, weißt du, was ich meine? Wie viel Damage das Ding wirklich drückt bei Gegnern. Boah, das Ding kann sogar springen. Die Musik macht auch Bock, ne? Oh geil, Mann. Jetzt warte ich aber mal auf Gegner hier. Da ist doch einer. Alter, okay, ja. Das wird knapp. Hashtag. Thank you.
Junge, wieso kriegt der schon wieder Leben dazu? Was ist denn das? Okay, das Ding ist ja voll scheiße. Hä? Okay, perfekt. Vergiss es. Das Ding ist ja voll lahm, Alter. Bringt da gar nichts. Sieh mal an, hier liegt was Schrottiges herum. Gehen wir da einfach kurz hin, fertig ist. Findet Schuff an der Endhaltestelle. Junge, das klingt halt auch wieder Lokomotive irgendwie, oder? Ja, na klar, kommst du da nicht hoch. Alles gut. Gar kein Problem. So. Wieder so ein Ding, habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist die Endhaltestelle. Bestimmt triffst du hier auf Tschuff. Das ist schon geil. Was hat der Gunther? Halt echt ein Eisenbahner. Wie geil ist denn das? Tschuff wusste, du würdest eines Tages zu ihm kommen. Du musstest bloß dem Stahlweg folgen. Auch wenn die Gleise rosten mögen, führen sie am Ende alle zu ihm. Behauptet, Gleise sind wie Regeln. Wenn man ihnen folgt, wie es gedacht ist, kann einem alles Gute entgegenkommen. Sagt, du bist den Gleisen dahin gefolgt, wo du sein musst. Doch sie besitzen auch Weichen. Die Frage ist, ob du nun auf deinem Gleis bleiben wirst oder versuchst, es zu wechseln. Du scheinst bereits auf dem richtigen Gleis zu sein. Er hofft bloß, dass du nicht auf ein finsteres Nebengleis gerätst. Wohin du auch fährst, du sollst wissen, dass die Gleise dich nie in die Irre leiten werden. Bleib auf ihnen, dann bringen sie dich genau dahin, wo du sein sollst. Möchte wissen, ob du es je bereut hast, im Leben keine andere Schiene genommen zu haben. Wenn du zurückgehen könntest, würdest du die Schiene wechseln oder weiter auf der gleichen Schiene fahren. Ihm gefällt deine Selbstsicherheit. Du wirkst wie ein Tuk-Tuk, der nur vorwärts fahren kann. Die Welt scheint das Gleis gewechselt zu haben. Nun fährt sie wieder aufwärts. Kann dir gar nicht genug danken, dass du auf die Bremse getreten bist und den Rückwärtsgang eingelegt hast. Aber er will nicht abschweifen. Ist erstaunt, so weit draußen jemandem zu begegnen. Doch manchmal bringt der falsche Tuk-Tuk einen an den richtigen Ort. Wie du siehst, hat er nicht geplant, hier anzuhalten. Doch nun freut er sich, dich zu sehen. Er sagt, sein Name ist Tschuff. Seit die Welt begann zu sterben, fährt er auf dem falschen Gleis. Doch er hat seinen Verstand darin geübt, ungeachtet der Situation positiv zu bleiben. Schätzt, dass das wohl stimmt. Doch sie bringen einen aus den meisten Gründen nahe genug an die meisten Orte heran. Den Rest des Wegs kann man dann selbst entlang stolpern. Er ist überzeugt davon, dass die Gleise wie Lebenswege sind. Du musst auf ihnen bleiben, auch wenn du sie nicht selbst gelegt hast. Diesmal ist er jedoch auf ein Nebengleis geraten. Er braucht eine Flügelmutter, um zurück aufs Richtige zu kommen.
Flügelmuttern sind leicht zu finden. Sie stecken an jedem Tuk-Tuk-Zieher da draußen. Es ist bloß schwer, sie abzukriegen. Daher ist er froh, dass du das für ihn übernimmst. Er wusste, du würdest es tun, so wie er weiß, wohin jedes Gleis führt. Okay, so, Hauptquest. Suche nach einer Flügelmutter im Tucker-Tunnel. Gott, diese Geschichten. So, Bahnhof rein, ne? Nee. Ah, perfekt. Junge, wieso muss man immer so weit reisen, Alter? Ja, natürlich waren wir da noch nicht. Ach, Mann, Alter. Geh mal da rein. Guck mal, ob das näher ist als 1000. Das fühlt sich sogar erfrischend an. So. Ja, gehen wir halt dahin, suchen das, was er braucht. Wir wollen auch nur ein bisschen Öl haben. Ah. Da haben wir den Tunnel. Der okay. Flügelmutter-Tucker-Tunnel, der geht ewig so weiter. Ah. Jo, Alter. Oh Gott. Was? Ja, wer hätte es gedacht, wir müssen da runter. Echt scharf! Nimm das! Mitten ins Gesicht! Vertraue nicht zu sehr auf deine Augen. Die Dunkelheit kann ihnen etwas vorspielen. Junge, weißt du, wie groß das hier ist? Als ob ich da oben jetzt irgendwie noch hinkomme, Alter. Scheiße. Okay, hier ist eine Treppe. Ist ja schon mal gar nicht so scheiße. Hm. Aha. Weiter hoch. Das war kritisch. Das ist mehr als eine Fleischwunde. Blitzohr!
Oh, gib her. Komm, komm, komm. Ich mach ja nicht. Irgendwie sieht es nicht so. Oh doch, hier. Ah. Okay, ja. Ah. Ah, perfekt, Alter. Dreht sich natürlich genau in die falsche Richtung, das Ding. Die Dämmerung ist angenehmer für deine Augen. Okay. Karen sieht zurück zu Tschuf Tschuf. Ja, schon klar. Na, dann gehen wir erstmal raus. Eine Schnellreise. Durchpushen. So, jetzt aber. Da hast du dein Teil. Es gibt uns unser Teil. Zack. Gut, sieht aber. Tschuf Tschuf meint, er wusste, du würdest vorbeikommen. Wenn jemand bei ihm Halt macht, dann aus gutem Grund. Doch er weiß, dass sich ein Gleis nicht von selbst schmiert. Er trennt sich gerne von dieser Schmierkanne, weil er glaubt, dass du damit alles, was feststeckt, wieder in Bewegung bringen kannst. Er bewahrt sie in einem Handkarren auf, für Notfälle. Er ist im Karren. Er möchte ihn immer griffbereit halten. Im Fall eines Notfalls bleibt für gewöhnlich nicht viel Zeit. Tschuf Tschuf sagt, du kannst die Schmierkanne gerne haben. Es ist ein praktisches Werkzeug von damals und das letzte seiner Art. Also nutze es gut. Er ist überzeugt, dass du es gut gebrauchen kannst. Denn es gibt da draußen viele Klemmis, die aufgeschmiert werden müssen. Freut sich, dass du so denkst. Du bist auf dem richtigen Gleis. Tschuf Tschuf kann es kaum abwarten, hier zu verschwinden. Sag, das war eine interessante Unterhaltung. Gut, alles klar. Hol die Schmierkanne. Okay, alles klar, perfekt. Geil. Perfekt. Mach dir keine Sorgen, wenn du die Kiste zerschmetterst. Tschuf Tschuf hat keine Verwendung dafür. Tschuf Tschuf meint, er will gerne helfen, so wie du ihm geholfen hast. Er ist überzeugt, dass ihr euch aus einem Grund begegnet seid. Manchmal bringt dich der falsche Tuk-Tuk an den richtigen Ort. Er glaubt, du bist in der Lage, etwas zu verändern. Er hat es selbst erlebt. Meint, das Schicksal sei wie die Gleise. Sie führen dich in eine bestimmte Richtung. Und wenn du ankommen willst, solltest du nicht dagegen ankämpfen. Tschuf Tschuf ist begeistert, dass du die Arche entdeckt hast. Stell dir nur vor, wie viel schneller als ein Tuk-Tuk die sein muss. Und ganz ohne Schienen.
Keine Schienen, keine Straßen, nur Luft. Die Welt erholt sich wieder. Es muss sie also keiner verlassen. Aber denk nur an all die Orte, an die die Arche dich bringen kann. Er freut sich, dass die Arche in deinen Händen ist. Er weiß, dass du zu wunderbaren Orten gehst und Gutes bewirken wirst. Fragt sich, wen du wohl an Bord der Arche nimmst. Hier bietet sich die Gelegenheit, deinem Nächsten zu helfen. In der Arche ist ein Platz frei, falls du ihn aus Dankbarkeit anbieten willst. So, das ist jetzt unser letzter Sitz. Da wir kurz vor dem letzten Weltenfresser stehen, würde ich sagen, perfekt. Damit sind wir dann voll und ja, alle, die danach noch kommen sollten, haben dann jetzt eben einfach mal Pech gehabt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Warum? Du brauchst nur dich selbst und mich natürlich, aber ich bin ein Teil von dir, also zählt das nicht. Soll es schnell gehen, geh alleine. Willst du weiterkommen, geh gemeinsam. Der Einzige, von dem wir hier bloß schnell weg wollen, ist die Dunkelheit. Aber du weißt, dass du nicht ohne mich weitermachen kannst, selbst wenn ich schlechte Gesellschaft bin. Ich vervollständige dich. Endlich sind wir uns mal bei einer Sache einig. Lieber alleine sein als in schlechter Gesellschaft. Doch zuallererst sollte man sich selbst gute Gesellschaft sein. Nach einem Leben auf den Schienen sehnt er sich danach, sich mit dir in die Lüfte zu erheben. Er muss bloß sein Rollbrett packen, dann rollt er an Bord. Chuff-Chuff sagt, er ist bereit, alles zu packen und abzufahren. Meint, über das Wichtigste habt ihr bereits geredet. So. Die Arche, kehre zu Whist zurück. Gar kein Problem. Machen wir direkt. Aber leider, Freunde, muss ich auch wieder sagen, war es das wieder für die Folge. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter an dieser Stelle und wir können dann wahrscheinlich das Ding endlich in Gang bringen und so viel sollte dann gar nicht mehr auf uns zukommen. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.